So, und damit herzlich willkommen zurück. Da. Alter, Level 190 und wir haben weniger als bei der letzten Ascension. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wir haben Rekord gebrochen, ja, neues Guild. Aber wir haben weniger Ancient Souls, Hero Souls als beim letzten Mal. Das ist doch schlechter Witz gerade. Das ist doch ein schlechter Witz. Ah ja, jetzt knacken wir hier bald die 200. Mal gucken, wie weit wir denn noch kommen werden. Ist doch nicht dein Ernst, sag mal. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie kann ein einziger Mensch in einem einzigen Let's Play so viel Pech haben? Ah, der wird uns dekorativ auch absterben. So viel Glück, wie wir gerade haben mit alle. Liegt an der neuen Version. Clicker Hero Version 1.12 ist total verbuggt. So. Ich meine, wenigstens der Typ bei 200 ist dann auf jeden Fall wieder ein Primal Boss. Aber ich habe jetzt keinen Bock, gerade mal alle 100 Level ein paar Heroes toll zu bekommen. Ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache. Schon wieder kein Primal. Du willst mich doch verarschen gerade, oder? Du willst mich doch komplett ruinieren. Ach Gott, Alter. Nee, du. Das ist heftig. Na gut. Versuchen wir einfach bis 300 durchzuboxen. Scheiß auf die Hero Souls. Die braucht keine Sau. Beschlossen. Das ist so bescheuert, Alter. Weißt du, ich dachte, wir kriegen nochmal hier ein paar Hero Souls, können vielleicht nochmal ascenden, damit wir mit weiß nicht, ein paar hundert Hero Souls nochmal richtig schön durchstarten können, aber wir kommen niemals auf annähernd 100. Da kannst du komplett knicken. Weil sagt, ich weiß noch nicht, wie es skaliert, ob ne, man kriegt ja quasi von Boss zu Boss, kriegt man ja mehr. Okay, doch, das scheint auch weiter zu skalieren, auch wenn man, also, ne, allgemein auch weiter zu gehen. Auch wenn man keine Primal Bosse hat. Ah ja, haben wir immerhin 19. Es ist doch ein Albtraum, Alter. Das ist doch ein Albtraum. Wir sind halt weit hinter dem, wo wir letztens waren. Na gut, 20 Level. Aber haben halt weniger als davor. Und ich dachte schon bei der letzten Runde, dass die Scheiße läuft. Weil die Frage ist, wenn wir wieder ascenden, läuft es noch beschissener? Dann haben wir, weiß nicht, bis Level 300 gerade mal 2 Hero Souls oder sowas. Dann müssen wir echt wieder alles damit holen, dass wir die Feature hochleveln. Das ist doch bekloppt. Aber immer schön zu sehen, hier dieser Crit-Schaden, der immer so mit einmal das Ding komplett rumschlägt. So, ist hier vielleicht nochmal Frostleaf mit dabei? Na, Betty Clicker. Also eher nicht so. Ja. Das ist doch scheiße. Ah komm, der nächste bitte Primal Boss. Oder willst du mich verarschen, Alter? Ach, leck mich doch. Ach du Scheiße, nee, du.
Das finde ich ja jetzt nicht so geil. Können wir doch was versuchen, das Ding hier zu machen. Das Ding werden wir nicht schaffen. Ach hier, Damage per Klick 10 Stück. Das heißt, wir haben 150. Na gut, das schaffen wir mal überhaupt gar nicht. Also überhaupt nicht. Und das hier wird zumindest eine schwere Nuss. Oh ne, hä? Der Wert ist hier angestiegen. Lol. Oh ja, gut, dann bräuchten wir weniger als 100, naja, aber immer noch fast 100 Sekunden, also immer noch zu viel. Boah, wie hässlich das gerade alles ist hier. Sag mal, haben sie die Wahrscheinlichkeit vom Pirate Buster runtergesetzt oder was? Habe ich noch was überlesen? Page Notes. New Raid System, Favorite Raid Progression, Raid Class, Bonus Fight, Mortal Locking, Check-in, so. Apart from this feature, there are some other key difference compared to the old system. Okay. Ja, aber nee, also davon, dass hier irgendwelche Primalboss-Geschichten überarbeitet wurden, steht hier schon mal nichts. Das kommt mir gerade wirklich so vor. Ich meine, das ist doch gerade gar nicht, was wir hier haben. Dann klappt doch noch das nächste Runde erstmal ein Admin. 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 Das können wir aber komplett vergessen. Ich meine, damit wir. Also, Essenten brauchen wir nicht. Macht keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. So. Das heißt, damit es noch irgendwie Sinn macht, vor 300 zu ascenden, müssten wir innerhalb der nächsten 80 Level hier mindestens 80 Hero Souls bekommen. Das werden wir aber nicht bekommen. Das heißt, wir müssen ja wirklich einfach die Zähne zubeißen und einfach, ja, in der Ascension direkt bis Level 300 gehen. Das wird heftig. Geiles Lied, by the way. Dann können wir eigentlich auch mal fast anfangen, hier paar Skills einzusetzen. Wobei ich die jetzt wirklich gerne erst dann einsetzen würde, wenn wir auch beim ersten Boss quasi scheitern. Aber ich meine, das bringt jetzt noch nicht so viel. Weil der nächste 25er Schritt steht auch schon bald in den Türen. Von daher wäre es sinnfrei. Oh, ein Fisch.
Das Lied ist schon auf eine gewisse Art interessant. Schon wieder Kim Primal Ghost. Weißt du was? Leck mich. Da hat sich definitiv etwas geändert. Lecker. Heroes. 1E12. Less. Bosses. Mal gucken, ob es dazu irgendwas zu. Dingsabmustern gibt. Erst, Primal Bosses are gone. I know the common new question, but I was saying you have a broken game, lol. I found it less healthy and we're getting pretty consistent. I command primal bosses. Ascension was this one. But now I'm faster than the Ascension and I have got a single one so far. It gets a random chance falling all the time. Kind of broken. Na gut, ja, das ist richtig, aber so weit sind wir noch gar nicht. Well, normalerweise müssten wir noch in dem Bereich sein, wo Primal Chance 25% sind. Aber das haben wir auf keinen Fall. Ich meine, man sieht leider nicht, gegen wie viele Primal Bosse man gekämpft hat bisher. Also jetzt in dieser Ascension. Ne. Aber du kannst vergessen, dass jeder vierte Boss ein Primal Boss war. Das entspricht nicht der Realität. Das sind definitiv Fake News. So, kommen wir nochmal. Wie wär's mal mit Frostleaf? Oder auch nicht? Das ist doch bekloppt, ey. Ah ja, 70 Level haben wir noch vor uns. Bis 300 schaffen wir schon noch. Zur Not mache ich auch mal zwischen zwei Aufnahmen ein bisschen Pause. Dann kann ich wieder ein bisschen weiter farmen quasi. Aber wie gesagt, mit den Werten ist händisch nicht. Könnt ihr vergessen. Das bringt halt einfach nichts. Weil damit wir dann überhaupt so gut wären, wie wir jetzt sind, müsste ich erstmal wieder meine Kombo wieder aufbauen lassen. Naja, also unterm Strich haben wir überhaupt nichts gewonnen, wenn wir jetzt senden würden. Und das obwohl wir bereits bei Level 220 sind, 230 sind. Das ist kind of stupid. Auch kein Prime. Oh Mann, Alter, ist so die Wüste. Ja. Naja, Boss. Der bei Level 300 ist auf jeden Fall wieder Primal. Dann haben wir bis dahin vielleicht schon mal 20 Ancient Souls. Ist auch schon mal was Schönes. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht. Müsste ich mal nachhelfen hier. Achso, ja, bitte wieder. Dankeschön. Oh, ein Fisch. Warte, ich hab dich gleich. Ich komm gleich. Ich muss nur knall hier den Boss erledigen. Sehr schön. So, Fisch. Dankeschön. Dankeschön. So, bitte mal Frostleaf. Oh, doch nicht.
Ich probiere mal ganz kurz was. So, 100. Aber ich glaube, da kriegen wir auch maximal 6 oder 8 Hero Souls. Aber zumindest ist das dann vergleichbar mit dem alten Speicherstand, mit der alten Ascension. Wobei nicht wirklich, weil jetzt kaufen wir gerade viel mehr, aber egal. Ich weiß gar nicht, bei der alten Ascension haben wir 26 Hero Souls bekommen, oder? Hast du noch 50% des Gesamt-DPS? Wir machen dann so viel. Muss ich hier eigentlich gerade mächtig hochgelevelt haben. 2%? Das ist auch nicht so viel. Auch 2. Okay, der macht wahrscheinlich die Masse einfach. Oh, 6%. Holy shit. Oh, hier sind also auf jeden Fall ein paar dabei, die ordentlich Wumms machen. Zwar nicht so viel wie unser blauer Frostleaf, aber sie kommt zumindest schon mal relativ gut in den Bereich. Gerade jetzt hier um die ganzen Viecher, die jetzt hier Level 1000 haben, die dürfen auch nochmal ordentlich dazu bumsen. Oh, 22%, holy shit. Gekauft. Vor allem sogar preiswerter als Frostleaf. Warte mal kurz, Maske Zermerei. 8,36, ja, ist sogar preiswerter. Not bad, not bad. So, machen wir, ach, komm mit runter. Gut, Betty Clicker bringt nicht allzu viel. Typies macht, achso, gut, die sind ja auch alle gerade bei Level 100. Also nicht wirklich vergleichbar. Dann mache ich die mal alle auf, so dass das rot ist. Damit es ein bisschen mehr vergleichbar ist. So. Und dann gucken wir mal, wer jetzt hier wie gut ist. 66%. Ah doch. Achso, Typis habe ich gar nicht. 8,3 immerhin. Ah, da würde ich doch aber fast bei The Masked Samurai bleiben. Wobei die kostet auch schon 4,37 jetzt. 4,37. Ah doch, dann ist Tweebies fast gleich auf. Hat jetzt gerade nur die Hälfte von The Masked Samurai. Kostet aber dafür auch nur die Hälfte zum nächsten Level. Heißt also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind die beide tatsächlich. Alter, kann ich mal hier bitte. Weg, 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 weg. Ne? Tweebies und The Masked Samurai sind definitiv gerade so einigermaßen gleich auf. Interessant. Wie bist du gerade? 3% gerade mal noch. Ach, traurig. Sehr schön. Sehr schön. Ach schon mal, jetzt haben wir hier, jetzt kriegen wir 40 Level vor dem Ende.
Ja, wie gesagt, es sind tue ich jetzt nicht mehr. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Die Transcendence ist definitiv durch. So, der nächste wäre dann der hier oben. Den können wir auch gleich wieder leisten. Bom. Und schon geht's wieder ordentlich ab hier. Holy shit, Alter. Die beiden hier einfach so ein Wettkampf, ne? Ah, schön. Also kann sogar sein, die beiden hier gehören garantiert locker zu den Power 5. Die Frage ist, wer gehört denn noch mit zu den Power 5? Betty auf jeden Fall nicht, die macht ja nur Gesamtschaden, also für alle. Leon, Great Force, kann sein, dass die treffen, weil Alexa habe ich auch irgendwie in dem Zusammenhang noch im Hinterkopf. Ich würde einfach mal auf Teufel komm raus vielleicht jeden hier einmal kaufen. Also auf Level 1000. Na gut, ich würde mal sagen, sobald wir uns hier Tweebies geleistet haben, können wir dann nochmal bei der anderen gucken? Da kaufen wir die jeweils immer so lange, bis uns das Geld ausgeht, quasi. Sollte denn passen. Hey, wir haben gerade noch 30 Level. Dann sind wir bei 300. Shoot, 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 die Eisenbahn. Ah, ich glaube, das war doch eine ganz gute Idee, auf die Berlin zu wechseln. Die pumpen gerade richtig hart. Alter, vor allem wie Tweebies hier aussieht, Alter, ist ja ein Biest durch und durch. Ein richtiger Holzkopf. Von der Farbe her. So, gucken wir mal. Na gut, die erreicht ja nicht mal Level 1000. 1%, 5%. Also er hier könnte vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen was reißen. 2,38 und die haben jeweils fast 2,39. Ja doch, dann könnte er tatsächlich was reißen. Das ist doch schon 18%? Doch, das passt auf jeden Fall. Bei dem bin ich mir nicht ganz so sicher. Jetzt immerhin 6%. Aber hier, er ja auf jeden Fall. Also das ist, na gut, Alexa wird wahrscheinlich eher weniger. 1%, 4%. Pff, nee. Den blende ich mal hier aus. So, die Damen hier auch. Das heißt, er ist jetzt quasi mit im Team aufgenommen und die anderen halt nicht. Da haben wir drei, die wir hier immer abwechselnd hochleveln. Ich denke mal doch, das ist relativ gut. 16%, 21%, 50%, kostet aber auch doppelte für die beiden. Sind also alle drei ungefähr gleich auf. Das macht dann definitiv Sinn. Finde ich nice. Komm, wir sollten auch mal hier anfangen, paar Skills einzusetzen. So zum Beispiel. La 30%, 40. Haha, ist das geil, Alter. Heftig. So. Dann machen wir jetzt dich hier.
Level 3000, Level 300 gekommen. So, das nächste wäre hier unten. 639. Oh, Alter, heftig. So, sparen wir auf 18, 24. Ich würde mal sagen, den nehmen wir doch den hier als nächstes. Der wird zwar etwas preiswerter, aber der bringt uns etwas mehr. Ich meine, wir schaffen Level 30, 300 wahrscheinlich sowieso, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr kaufen würde. Aber so geht es auf jeden Fall jetzt schneller. Heftig, Alter. Alter, vor allem, guck mal, gerade mal 100. Gerade mal 100. Das nicht gut. So, komm, bam. Yay, woo. Gut, dann würde ich mal sagen, direkt mal speichern. Ja. Gucken, ob das Ding freigeschalten ist. Ja. Dann können wir transzenden. Ja. Boom. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Dann würde ich mal sagen, zuallererst. Ach so, ja. Tatsächlich die bei dir. Machen wir erstmal dich. Ach stimmt, der wird immer teurer. Nochmal. Ja, komm, nochmal und die restlichen vier stecken wir hier rein. Ich denke mal, das macht gut Sinn. Jutchen! Heftig. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin lade ich mich mal ganz kurz in meinem Clan ein. Also wechsel dann zu meinem Hauptclan und klaniere. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis, bis dann.